hier vor einer ganz gewaltigen Herausforderung. Wir müssen den Zielkonflikt auflösen zwischen den Menschen, Sicherheit der Bevölkerung, auch ein großes Thema, zwischen den Weidetierhaltern, die sich zuallererst jetzt auch als Opfer des wieder angesiedelten Wolfes sehen, und schließlich dem Wolf, der ja streng bei uns in Europa geschützt ist. Und das heißt, dass wir aus bestimmten Rollen, die wir in der Vergangenheit hatten, herauskommen müssen. Wir müssen Veränderungen herbeiführen und wir müssen vor allen Dingen der Bevölkerung, das ist mein oberstes Ziel, aber eben auch den Weidetierhaltern Sicherheit geben, Möglichkeit geben, auch sich vor dem Wolf zu schützen. Punkt. Das war Ihr Satz. Dankeschön. Weg von der Massentierhaltung wieder zur Weidehaltung kommen, um den Tieren einen entsprechenden Lebensraum zu bieten. Das funktioniert aber nur, wenn die sich dort auch gefahrlos aufhalten können. Und wir haben gerade ja gehört, dass also auch Elektrozäune ohne Schwierigkeiten überwunden werden. Und irgendwann ist es dann auch gut. Wir können nicht ganze Landstriche einzäunen, weil dadurch auch die Wechselwirkung des Wildes viel zu stark beeinflusst würde. Und ich lade jeden ein, mit mir im November, Dezember, wenn wir mit unseren Tieren auf Gründüngerflächen sind, ein 1,20 Meter hohes Netz zu bauen. Dies ist in der Praxis, und genau das ist das, was mein Kollege Mike Hübner gerade sagte, das ist fast nicht möglich. In Nieselregen ein 15, 20 Kilo Netz, anstatt ein 10 Kilo Netz zu schleppen, über hunderte von Metern, wer soll das machen? Ich habe 1,5 Meter Netze aufgebaut im Sturm, haben die alle auf unter 80 cm gehangen, weil sie alle mehr als 45 Grad Neigung hatten im Sturm. Es ist technisch fast nicht machbar und für einen Schafhalter gar nicht mehr leistbar. Kriegen Sie mit, dass der Wolf Wildtiere jagt, was ja eigentlich das Naheliegendste ist, was ein Wolf machen kann? Das ist ja auch problematisch. Ja, das Naheliegendste für ein Wolfsrudel wäre es, Wildtiere zu jagen. Für einen einzelnen Wolf ist es nahezu fast nicht möglich, ein Wildtier zu erbeuten. Deswegen nimmt der einzelne Wolf lieber die Tiere, die auf der Weide gehalten werden, weil die kennen den Wolf nicht. Da kann er sich dann problemlos bedienen. Ein einzelner Wolf wird es nicht schaffen, ein Stück Rotwild zu schlagen. Das muss er schon mit sehr viel Glück da nur hinkriegen. Dass die Wölfe, dass ein Wolf dann 6 bis 8 Tiere tötet, woran liegt das? Wer kann uns das erklären, wenn er in dem Gehege ist? Soweit ich das gelesen habe, ist das dieses Cyclus-Killing-Phänomen. Das ist wohl für den Wolf nicht ungewöhnlich. Wenn er die Möglichkeit hat, normalerweise würden alle Tiere wegrennen, damit eins erlegen und das wäre dann. Genau, die Fluchtmöglichkeit besteht einfach in der Herde, nicht durch die Einzäunung. Und wenn er da einmal den Zutritt erreicht hat, dann guckt er natürlich, was sich vor ihm bewegt und versucht, das zu fassen. Ja, mich würde vor allen Dingen auch interessieren, was Sie von diesem Punkt halten. Er darf nicht gejagt werden, aber es gibt ja immer schon Formulierungen, wenn es denn ein Problem wird, ist der wiederholt verhaltensauffällig, ist vielleicht an gleicher Stelle. Ich würde also tatsächlich mal in die Runde fragen, was Sie davon halten, dass man vielleicht doch in Ausnahmefällen Wölfe jagen darf. Ich glaube, es ist in den letzten Wochen politisch in Berlin genug passiert, um das auch hier als Vorlage zu nehmen, dass man verhaltensauffällige Wölfe auch wirklich entnehmen kann. Und ich frage ja allen Ernstes auch mal hier in die Runde, was muss denn eine Gloria hier noch anstellen, damit sie als nicht verhaltensauffällig gekennzeichnet wird? Aus meiner Sicht der Dinge hat die schon viel zu viel angestellt. Und ich glaube, für mich ist es so, dann in dem Moment auch verantwortungsvolle Politik, wenn ich ganz einfach sagen kann, so wisst ihr was, die hat es einfach übertrieben und die entnehmen wir jetzt. Punkt, aus, Ende. Sind die Wünsche, weil Sie sagen, Sie haben jetzt die Schnauze voll? Ja, einerseits ja. Die Ministerin hat ja vorhin am Anfang gesagt, sie ist ja lange Zeit Ruhe gewesen. Und sie muss ja den 1,20er Zaun erstmal dann überwinden, dann wäre sie auffällig. Um die Ruhe zu sagen, sie hat sich die ganze Zeit wohl von Rehkitzen ernährt oder auch von trächtigen Rehen, weil die dann auch schwergängiger laufen. Wir haben auch, weil wir ein Lohngeschäft haben, Flächen gemäht. Wir haben dieses Jahr so gut wie gar keine Rehkitze mehr gesehen.
Und jetzt ist wohl das, dass die Rehkitze klüge sind, dass sie jetzt schneller wegkriegen können, sich verstecken können. Die Muttertiere sind jetzt auch nicht mehr trächtig, können die bewegen. Sie sagten von den 1,20 Meter Zaun. Wir haben eine Präventionsmaßnahme, da heißt der Grundschutz 90 cm und dann Ausstocken ist auf 1,20. Wenn wir dann Förderrichtlinien haben, wo wir dann sagen, wir brauchen nur einen Grundschutz zu machen, um eine Entschädigung zu kriegen, das passt aber dann mit 90 cm zu 1,20 ja nicht zusammen. Da müssten ja normalerweise die Förderrichtlinien sofort gesetzt werden auf 1,20 Meter, dass wir dann sagen können, wenn er dann zweimal den Grundschutz überwindet, dass wir dann auch entnehmen können. Ich habe grundsätzlich jetzt alles gemacht, was ich machen sollte. Wir haben sofort nach dem zweiten Übergriff auf 1,20 Meter aufgestockt. Das heißt also jetzt, wenn er jetzt über den 1,20 Meter springen würde und es wird kein Fehler am Zaun festzustellen, wäre sie dann auffällig? Frage die Ministerin. Ja, da gibt es ja klare Kriterien, die werden morgen im Übrigen im Bundestag von den Ländern verabschiedet. Morgen, deshalb ist es auch ganz passend, dass heute Abend hier die Veranstaltung ist. Morgen befassen sich die Bundesländer mit den Vorschlägen des Bundes zur Klarstellung im Bundesnaturschutzgesetz, wann ein Wolf tatsächlich verhaltensauffällig ist, damit dann eben, wie Sie so schön gesagt haben, aus dem Publikum gerade eben die Bejagung auch stattfinden kann. Aber es muss Kriterien geben, anhand derer gemessen wird, handelt es sich hierbei um einen tatsächlich verhaltensauffälligen Wolf oder nicht. Aber warum gibt es denn 90 cm Zäune, wenn es dann noch diesen 30 cm Zwischenraum gibt, die der Wolf braucht, um als verhaltensauffällig eingestuft zu werden? Warum nicht dann gleich 1,20 Meter? Und wenn dann was passiert, entspringen die Schüsse. Weil in der Vergangenheit die 90 cm durchaus auch ausgereicht haben. Es ist eine Höhe von Zaun, die eigentlich funktioniert. Dass jetzt hier über 1,6 Meter, also 1,6 Meter gesprungen wurde, das muss man sich sehr genau angucken. Deshalb sind ja die Experten auch draußen gewesen. Dann wird man schauen, passiert jetzt was, wenn der Zaun auf 1,20 hochgesetzt wurde. Aber die Erfahrung, die wir nicht nur bei uns in Nordrhein-Westfalen, wir haben jetzt nicht so viele Wölfe hier, aber aus den anderen Bundesländern, es gibt Bundesländer Niedersachsen mit über 250 Wölfen, die wir aus den anderen Bundesländern bekommen haben, bedeutet, dass 90 cm eigentlich ein guter, vernünftiger Grundschutz ist. Gloria hat es trotzdem geschafft. Es wird bei dem Thema auch viel über Geld gehen. Darum wird es morgen auch im Bundesrat gehen, dass eine Weidetierprämie, die es mal gab, dass die wieder eingeführt wird, um den Schafzüchtern, den Schafhaltern zu helfen. Christian Rittmann, es geht dann um Geld. Also es müsste einfach ein höherer Ausgleich stattfinden oder es würde mehr Geld in die Schutzmaßnahmen gesteckt. Und für jedes Tier gibt es eine Prämie, was Sie halten. Ist das aus Ihrer Sicht etwas, was Sie damit ein bisschen versöhnen könnte, wenn es mehr Geld gäbe? Ja, ich denke, dann, das ist schon was in die richtige Richtung, denn wie gesagt, die Mehrarbeit, die vor allen Dingen auch die Berufsschäfer leisten müssen, die könnte damit wahrscheinlich zum Teil aufgefangen werden. Weil es ist ja auch so, oder auch jeder Kleinschafhalter, wenn ich jetzt eine Wiese, ich kann ja auch einen stationären Zaun setzen, aber wir setzen den. Müsste ich jetzt alleine setzen? Ich könnte bei Vicky Wurst nachfragen, finde ich auch eine tolle Idee, ist aber nicht die Lösung unseres Problems. Sondern das ist halt auch so eine Sache, gerade was die Berufsschäfer betrifft, die müssen auch den Mehraufwand vergütet kriegen. Und da wäre diese Weidetierprämie schon ein Schritt in die richtige Richtung, denke ich. Mein Name ist Walter Extra. Ich bin Pächter eines Jagdreviers hier in der unmittelbaren Umgebung. In diesem Revier wurde der Wolf wiederholt gesehen. Wir haben nicht feststellen können, dass er einen Schaden angerichtet hat, dass er Wild in einem Revier gerissen hat. Ich habe mir aber die Frage gestellt, wir haben ja gehört, dass Wölfe hier vor 180 Jahren ausgerottet wurden, warum das eigentlich geschehen ist. Die Antwort, die ich für mich gefunden habe, ist, dass es wahrscheinlich sich um Konkurrenz gehandelt hat und wahrscheinlich auch um Angst. Ich frage mich, ob sich an dieser Situation irgendwas geändert hat. Und wenn das nicht der Fall ist, dann weiß ich nicht, warum heute Wölfe wieder hier sein sollten, nachdem irgendwann mal festgestellt wurde, dass sie eigentlich in unserer Kulturlandschaft keinen Platz haben. Eine leider unglückliche Beziehung zur Romantik haben und dass Natur und Romantik in unserem heutigen Gesellschaftsverständnis nicht mehr so richtig harmonieren. Das, was wir hier sehen, das ist Natur. Und ich sehe auch keinen verhaltensgestörten Wolf, ich sehe einen hungrigen Wolf und da kann ich sehr gut verstehen, dass der fressen will.
Also ich sehe da keine Verhaltensstörung. Und wenn wir das nicht akzeptieren wollen, dann tut mir das leid, aber dann hat das hier in unserer Gesellschaft keinen Platz. Es wurde viel Geld in den Haushalt reingestellt oder zugestellt. Stellen Sie das mit zurück oder zahlen Sie das auch aus? Weil ich habe im November schon den Antrag gestellt. Der ist bis heute noch nicht entschieden oder beschieden. Ich frage mich, wann soll ich das machen? Ab Oktober ist das hier als Wolfsgebiet ausgewiesen worden, das Gebiet. Und ich habe bis Oktober eigentlich Zeit, so wie ich das verstanden habe, was zu tun, weil ich weiß ja jetzt, es ist Wolfsgebiet, es geht ja auch um Versicherung. Wenn mein Wild jetzt, sag ich mal, über die Zäune springt, die bis jetzt noch mit 1,60 ausreichend waren, beziehungsweise 1,80 oder 1,60 für Dammwild, wenn die jetzt da drüber springen oder in Panik vielleicht durch den Zaun durchrennen, über die Straße und es passiert was mit einem Autofahrer, dann wird die Versicherung sagen, oh, nach dem 1. Oktober, Sie hatten jetzt ein Jahr Zeit, Sie haben nichts getan, was passiert mir dann oder wie bin ich dann abgesichert? Das ist für mich eine Frage. Selbstverständlich ist das Geld dazu da, um abgerufen zu werden, wobei ich sagen muss, es handelt sich hier um Steuergeld und deshalb sind die Förderrichtlinien auch immer an der einen oder anderen Stelle etwas komplizierter, weil wir natürlich gegenüber dem Steuerzahler, gegenüber dem Landesrechnungshof, gegenüber dem Landtag verpflichtet sind, genau darzulegen, wie, warum, weshalb wir diese Gelder ausgegeben haben. Ich habe aber den Wolf-Experten unseres Hauses mitgebracht, der Ihnen genauer erläutern kann, was es mit den Anträgen tatsächlich auf sich hat und ich würde Sie ganz herzlich bitten, wenn Sie sagen, Sie haben im November den vollständigen Antrag abgeliefert des vergangenen Jahres, bis heute noch kein Geld, dass Sie mir morgen bitte nochmal alles zumailen. Meine Internetadresse, meine E-Mail-Adresse finden Sie im Internet auf den Seiten des Ministeriums. Und dann werden wir Ihre Sache, Ihren Antrag sofort nachgehen. Aber wenn Sie einverstanden sind, würde ich Herrn Peter Schütz bitten, kurz etwas dazu zu sagen. Ja, mein Name ist Katharina Sprenglein. Ich würde Sie fragen, ob das Problem nicht im Moment hauptsächlich darin liegt, dass wir hier nur einen Wolf haben, der sich also nicht im Rudel durch die Wälder bewegt und tatsächlich dann wild jagt, wie er das im Rudel machen würde, sondern der hier alleine rumirrt. Wäre das eine Lösung, wenn wir hier im Rudel hätten? Nein, die Lösung zu bezeichnen ist sicherlich schwierig. Ich möchte eigentlich an anderer Stelle anknüpfen, denn was mir hier auffällt, ist einfach, dass natürlich sehr, sehr viele Emotionen aufeinander prallen. Und da ist auch Interesse des NABU durch Aufklärungsarbeit, zum Beispiel zur Biologie des Wolfes, ja wirklich gegenzustehen. Und hier sind einige Argumente gefallen, wie zum Beispiel Wölfe jagen im Rudel nur Rehwild. Da gibt es tatsächlich Untersuchungen zu, dass die Wölfe in Deutschland beispielsweise vorrangig allein oder zu zweit jagen sehr wohl als Hauptnahrung Rehwild haben. Oder Herdenschutzhunde, ein sehr schwieriges Thema, auf jeden Fall möchte ich auch so unterstreichen, funktioniert bei einigen sehr, sehr gut. Allerdings muss man auch auf die Auswahl der Hunde achten. Es dürfen keine Hunde sein, die über Zäune springen. Das heißt, es sind meistens zertifizierte Hunde. Also was ich hier so mitkriege aus dieser Veranstaltung ist unter anderem, okay, wir brauchen definitiv mehr Informationen über den Wolf, der hier zurückkehrt. Und diese Informationen müssen auf jeden Fall auch bereitgestellt und für alle zugänglich sein. Ricky Wolves, wo sehen Sie die Bereicherung? Was finden Sie klasse daran, dass der Wolf ist? Ich denke, ja, das Wort Bereicherung können wir hier für unseren Raum überhaupt noch nicht in den Mund nehmen, wenn ich ehrlich bin. Ich sehe da durchaus eine Chance, wenn wir es schaffen, den Umgang mit der Natur in Einklang ein bisschen zu finden, dass der Wolf durchaus eine wichtige Aufgabe in der Natur übernehmen kann. Und da werden Sie, Herr Nymphius, wahrscheinlich auch einiges sagen können, welche guten Aufgaben zum Beispiel der Wolf im Wald mit dem Wild oder was dort geht. Der Wolf hat natürlich, wie ich eingangs schon sagte, seine Daseinsberechtigung. Das stellt überhaupt niemand in Frage. Die Jäger fordern ja gar nicht zwingend, eine Jagd auf die Wölfe anzustellen. Es geht ja hier darum, um einen einzelnen Wolf. Wenn man überlegt, dass wir 200.000 Wölfe hier auf der Welt haben, die sicherlich in Nordamerika, in den eurasischen Bereichen sind, dann ist doch klar, dass der Wolf in keiner Form bedroht ist. Das will auch niemand.
Aber so ein Einsatz wie ein Wolfsrudel, deswegen brauchen wir aber nicht zwingend ein Wolfsrudel. Es könnte zum Beispiel bei den Rissen von dem Herrn Abriel schon helfen, 6 Schafe, Sie haben es ja schon erklärt, warum der Wolf dann weiterreist, obwohl er das in freier Wildbahn niemals tun würde, wenn Sie diese 6 Schafe außerhalb des Geheges deponieren würde, die er schon getötet hat, dann würde er wiederkommen und diese Schafe fressen. Solange er da zu fressen hat, würde nichts anderes passieren. Aber das ist doch irreal. Nein, Sie haben ja vollkommen recht, das ist irreal. Aber das ist doch das klassische Verhalten. Das würde der Biologie des Wolfes entsprechen, offensichtlich, aber wir müssen erstmal in Führung aus. Jawohl, und wir haben schon über die Schafe geredet, über das Lammwild geredet, wir haben auch Milchviehhalter hier. Ja, ein Mann sagte kurz, welche sind und haben Sie schon Probleme mit dem Wolf gehabt? Ja, Fußballname, wir haben einen Milchviehbetrieb, ein klassischer Familienbetrieb. Unsere Tiere gehen vollständig raus, also sowohl die Milchkühe als auch die Rinder. Gerade kam das Thema Rudel auf und da gehen bei mir alle Alarmglocken an, weil dann auch unsere Rinder getroffen werden könnten. Und wir haben 7 Kilometer Zaun, um einfach mal eine Größenordnung zu haben. Und selbst im Moment werden wir nicht gefördert, sieht auch nicht danach aus, dass wir gefördert werden, zaunbaumäßig oder die Stunden. Wenn wir diese 7 Kilometer so stromführend halten sollen, dann müssen wir alle 10 Tage diese 10 Kilometer freinehmen. Das ist zeitlich überhaupt nicht zu schaffen. Und für den Niederrhein bedeutet das, gerade im Rinderbereich, die Weidehaltung wird eingestellt. Dann nochmal kurz zu der Artenvielfalt. Der Wolf hilft oder soll die Artenvielfalt erhöhen. Da habe ich ganz große Zweifel, wenn wir den ganzen Niederrhein einzäunen. Bisher kann das Wild unsere Wiesen durchqueren. Wenn wir da wolfsabweisende Zäune bauen, ist das vorbei. Und da frage ich mich, ob jetzt der Wolf wichtiger ist oder die ganzen anderen Tiere, die wir als Wildbestand auf unseren Wiesen haben. Also, das Thema, was Sie angeschnitten haben, macht mir Sorgen. Bin ich ganz bei Ihnen. Wir werden nochmal ein Gespräch führen mit Ihren Verbandsvertretern, welche Möglichkeit es gibt Ihnen. Sie sind ja nicht alleine jetzt betroffen davon. Ich gehe auch davor aus, dass wir in Kürze wahrscheinlich ein drittes Wolfsgebiet in Nordrhein-Westfalen haben und dass wir eine Lösung finden müssen, um Sie dabei zu unterstützen. Das ist überhaupt keine Frage. Ich weiß, dass die Lösung bei den Schafhaltern noch ausbaufähig ist und verbesserungsfähig ist. Sie haben das Thema Weidetierprämie bzw. Weideprämie. Das ist etwas, wozu wir eher tendieren als Weidetierprämie, um nicht ins Ungleichgewicht zu anderen landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsformen zu kommen. Da werden wir sicherlich nochmal Förderungen machen. Das kann ich hierzu sagen, was jetzt Sie anbetrifft, Milchkühe etc., werden wir uns nochmal gesondert austauschen müssen, welche Lösungen es gibt. Und das werden wir in Kürze auch tun. Also ich bin Thorsten Wolbert aus Bocholt von der Sozialen Liste Bocholt. Wir setzen uns auch für den Wolf ein, politisch in Bocholt wird er auch irgendwann kommen. Aber ich möchte einfach mal die Frage stellen an den Schafshaltern, wie sieht das denn aus mit Diebstahl und wildernden Hunden? Tauchen da keine Probleme auf? Ja, weil das nur wieder unterwegs ist, das wissen wir ja. Hier wieder, und ganz kurz, Ich habe mal eine Frage. So, wenn der Wolf doch alles ganz gut und schön. Die reden alle von Geld. So, wann ist denn, wenn der Wolf wirklich mal Rinder oder Kühe oder das ganze Kalmar oder Schafe durch die Netze treibt? Ist nachgewiesen, dass der Wolf es war. Und die Tiere kommen auf die Autobahn. Wer übernimmt da die Kosten? Ja, wenn Sie noch antworten, bitte Sie noch antworten. Ist man selbst mit Selbstbeteiligung dabei und im dritten Fall fliegt man mit der kompletten Haftpflicht vom ganzen Betrieb raus. Und das ist auch nochmal ein Grund dafür, dass die Milchviehhalter ihre Tiere auf Stall lassen werden, weil das Risiko kann sich keiner leisten und die Weidehaltung wird eingestellt. Eine Dame, die sich schon länger zu Wort gemeldet hat.
Ja, hallo. Eine Versicherungssache möchte ich noch sagen. Ich habe also meine Versicherung angefragt und die sagten mir, wenn es ein Wolf ist, nachweislich, haben wir damit nichts zu tun, ist ja kein Wild. So, dann ist das ein Lebensrisiko desjenigen, der auf der Autobahn von dem Pferd oder so getroffen wird. Ob sie komplett irrational ist, Ludger, wir müssen mal nachfragen. Ja, wer hat Angst vor dem bösen Wolf? Haben Sie sich gemeldet? Haben Sie sich nicht gemeldet? Ich habe aber keine Angst vor dem bösen Wolf. Ich bin seit 43 Jahren Hundehalter. Ich muss jetzt sagen, obwohl ich Hundehalter bin, denke ich, es ist ein wesentlich größeres Problem, von einem Hund im Wald bespaßt zu werden, denn der will ja nur spielen, in Anführungszeichen. Das Risiko, von einem Wolf irgendwie zu Schaden zu kommen als Mensch, auch mit einem Hund, halte ich für völlig nahezu ausgeschlossen. Man sollte nie sagen, aber ich hätte wesentlich größeren Respekt vor einem freilaufenden Hund ohne Besitzer als vor einem neugierigen Jungwolf. Ich bin schon öfter jetzt hier im Kerngebiet auch unterwegs gewesen. Ich habe ihn bis jetzt noch nicht ein einziges Mal zu Gesicht bekommen. Von daher sehe ich diese Angst. Ja, das ist die Frage, was wir aus unserer Angst dann damit machen. Wir können natürlich in die Angst gehen oder auch sagen, ja, wir sehen die Angst an, aber wir gucken auch mal den Tatsachen ins Auge. Der Wolf ist definitiv nicht so gefährlich wie im Rotkäppchenmärchen. Ja. Bitte noch eine Frage, wo wir über Meidung von Wohngebäuden und so weiter geredet haben, gerade in Ihrem Einspieler. Viele der Übergriffe, die in der letzten Zeit seit dem Wolfsgebiet hier in Winterrippon ist, haben in der Nähe von Wohnhäusern stattgefunden. Und in den Bundesrichtlinien steht drin, auffälliges Verhalten ist auch, wenn sich ein Wolf Wohnbebauung nähert. Wie wird das dokumentiert? Ist das ein Punkt auf der Auffälligkeitsskala, Frau Hüller-Heinwesser? Da muss ich nochmal meinen Wolf-Extrakt machen, meines Erachtens nicht. Der Wolf nähert sich natürlich auch, kann ja gar nicht anders sein hier, dass er in die Nähe von Wohngebäuden kommt. Aber es ist tatsächlich so, dass er, sobald er Menschen sieht, in der Regel die Flucht ergreift. Das muss man mal ganz klar sagen. Und wenn er keine Angst vor Menschen hat, dann ist er verhaltensauffällig. Das ist das Problem, wenn er tatsächlich auf den Menschen aktiv zugeht. Das ist ein wirkliches Problem und dann können wir vom verhaltensauffälligen Wolf wahrscheinlich auch sprechen. Aber nicht, wenn er sich dort nur aufhält, dann aber, wenn Menschen in die Nähe kommen, sofort sich umdreht und wegläuft. Ich persönlich sage Ihnen ganz offen, meine Angst ist wesentlich größer, wenn ich im Wald unterwegs bin oder auch hier irgendwo und ein Wildschwein auf offene Flur treffe. Da ist meine Angst erheblich größer und wahrscheinlich auch direkt erheblich größer als der Wolf. Ja, ja. Jetzt möchte ich zum Schluss Christian Rittmann nochmal zu Wort bitten, beziehungsweise knappe Minute Schafzüchterin aus der Region. Was ist Ihr Resümee von dem, was Sie jetzt hier in der letzten Stunde gehört haben? Ja, es ist einfach so, die Probleme sind nach wie vor da und ich glaube, dass sie sich nicht so schnell lösen lassen, wie wir Schafhalter es bräuchten, um in Ruhe weiter unsere Schafe oder auch nicht nur die Schafhalter, auch die Rinderhalter, die Pferdehalter, die machen sich genauso Gedanken wie wir. Ich glaube, da ist noch ganz viel Arbeit nötig und ja, wir wissen auch teilweise nicht, wie es weitergeht.